machen wir 19 Tonnen. Chemikalien liefern für Fuel Trends. Made in Harem. Ach, die machen wir mal von hier aus los. Sonst fahren wir immer nur da unten. Ja gut. Wir haben heute eh noch nicht den ersten LKW holen. Wie gesagt, ich würde doch schon lieber etwas Rares nehmen, was man jetzt nicht startmäßig drin hat. Over, ja. Quelle Surprise. Weil ich schon bald einen Counter für rote Ampel und so einen Scheiß. Wenn das so weitergeht. Bergauf, bergab mit der Geschwindigkeit.
Warum auch immer wir hier lang geführt werden und nicht da drüben das Wasser überqueren, wo es dann in eine Linkskurve geht. Vor allem, wenn die Brücke auch wieder größer. Wenn ich jetzt mal jetzt hier rechts rüber kommt gerade. Ja. Das wäre, glaube ich, geschwindigkeitsmäßig auch immer noch nicht so optimal. Und auch viel Geschwindigkeit wieder verlieren. Erfjorden, sehr schön. Ich weiß, ich fahre zu schnell. Der Bande wurzelt aber hauptsächlich hier hinten. Auch wenn es immer derselbe Tunnel ist, ist es immer wieder unerwartet. Wenn man davor immer die 60 hat. Oh, ein Steg da hinten. Hier vorne auch. Oh, cool. Aber auch nochmal lang. Hier nochmal. Ein bisschen nach Holz abholen. Holz? Nee, Steinbruch war das, oder? Ordentlich gearbeitet, wie man sieht. Stehen doch schon einige am Straßenrand. Ich glaube, wir sind echt schon bei 8000 mindestens. Also wir wären bei 81.000, oder ne, ja, wir wären bei 79.000, knapp 80.000. Wenn die ganze Scheiße nicht die ganze passieren würde hier. Also, es ist irgendwie für einen Fortschritt, wenn man wirklich für Fortschritt fahren würde, wäre das echt heute dieser Freitag echt ein ungünstiger Tag zum Aufnehmen und Streamen von ETS 2 und vermutlich auch ATS. Aber gut, dauert es halt ein bisschen länger, ne? Eine Tour länger aktuell. Obwohl, mit den anderen 12.000 sind es wahrscheinlich 2-3 Touren länger. Wahrscheinlich 3,5 Touren. Von dem Verdienst, den wir da halt in der Zeit hatten.
viel Regen. Und so noch. Ich werde mal, ob ich könnte vielleicht nachher auch mal nach einem Season Mod gucken. Das wäre jetzt irgendwie Frühling haben oder so. Fahr doch weiter, meine Güte. Wenn du schon nicht raufkommst. Okay, dann schleichen wir hinterher. Wir fahren ja eh nichts Besonderes Wichtiges. Wir fahren ja nur Chemikalien. Solange wir nicht vom Blitz getroffen werden, ist alles in Ordnung. E39, die zieht sich doch schon hin, wenn man Vorsichtsverkehr hat. Auch wenn wir gerade wirklich nach Tempo fahren. Aber die zieht sich doch schon hin. Auch mit den ganzen Ampeln und Baustellen kommt man dann doch nicht so direkt voran. Oh, verdammt, ich wusste es. Ich wusste es, bevor es passiert ist. Ich sag ja, heute ist der falsche Tag. Heute ist einfach der falsche Tag dafür. Oh Mann. Aber so weit hatte ich echt noch nicht. Es gab ja schon mal die eine oder andere Tour, wo es nicht wirklich lief, oder zwei Touren hintereinander, aber wirklich von Tour 1 bis jetzt so viele Sachen, die einfach nicht passen, ey. Ich glaube, die allererste Tour, die war gut. Glaube ich. Oder sind wir da auch über Rote Ampel gefahren? Ich weiß schon nicht mehr. Aber zumindest ab der zweiten Tour war jedem was zum Albers. Und nicht nur einmal. Oh Mann. Also so eine Glanzleistung habe ich echt noch nie hingelegt in ETS 2 oder so ein ATS. Auch ein ATS nicht, wenn man irgendwie 30 Stunden oder 120 Stunden ETS 2 vorher hatte. War zwar irgendwie ab und zu mal mit den Bremsen nicht so ganz so, da ist man mal über die eine oder andere rote Ampel gefahren am Anfang. Oh, okay, wir sind bei 10.000 minus. Aber hinter uns sind ja auch immer, jedes Mal, immer sind Cops hinter uns. Oh. Oh Mann.
irgendwas läuft gerade echt falsch. Wir bleiben mal bei unter 50. Wir haben hier auch keinen Retard, dann bleibe ich jetzt bei 65. Oh. Aber das habe ich echt noch nie erlebt. Vor allem, ich hatte hier auch schon wieder so um die 2 Stunden 30 Zeit, mich hier an den ganzen Kram zu gewöhnen, nachdem ich ein paar Stunden nicht gefahren bin. Ein paar Tage. Aber da hat man auch wieder solche Sachen, wo man einfach nicht mehr bremsen kann. Das kommt natürlich auch wieder dazu. Oh, weia. Ich bin ja schon ein bisschen sprachlos, ne? Also begreifen kann ich das jetzt noch nicht so wirklich. Das muss echt... wo? Ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, dass du... Liegt daran, weil man kein Cappuccino hatte, aber nee. Hab mich ja gerade eben geholt. Also wo... Ich glaube, wenn das halt irgendeiner Sache liegt, dann würde ich glaube ich gar nicht wirklich wissen, woran es liegt. Das weiß man bestimmt 6-mal zu schnell und 5 rote Ampeln. Aber ich kann mir echt nicht erinnern, dass ich so schlecht gefahren bin. Jemals doch zuvor. Aber überraschenderweise, was mir glaube ich jetzt gerade auffällt, wir hatten heute noch gar kein LKW, der mit Retarder ausgeschaltet ist. Es könnte vielleicht auch mehr dazu kommen, aber ich bin auch ordentlich runtergeschaltet, also naja. Und was die Geschwindigkeit betrifft, fahre ich eigentlich so wie immer. Nur haben wir heute halt immer das Pech, dass wir jedes Mal irgendwelche Streifenfahrzeuge hinter uns haben. Aber bis jetzt habe ich auch echt nur ein einziges Mal dieses Feuerwehrauto gesehen. Also. Das Feuerwehrauto war ja eher ein Notarztwagen, aber... Okay, dann wird halt einfach ganz plötzlich heller. Tja, plötzlich schon aufgelockert. Wow! Holy shit! Und das, obwohl die Sonne weggegangen ist. Also sie ist noch da. Scheint mir auch gerade so halb auf dem Bildschirm. Also noch nicht ganz. Boah, was war das ein Riesenvieh. Auf einmal war es auch mehr dunkel. Wow. Wahrscheinlich so groß war der Vogel nicht. Der flog einfach nur nah genug am Fenster. Um eine komplette Sonne zu verdunkeln. Sonnenfinsternis mal anders. Wetten rot. Ich habe aber auch Gas gegeben. Ach, wir müssen die gar nicht hier hin. Hier ist es, genau, da war's. Da wollen wir hin.
Christiansand. Guck, bei Christiansand scheint es hier oben meistens immer so ein bisschen zu laggen. Aber es ist halt auch ziemlich viel im Hintergrund. Anstatt, wie man sehen kann. Haben wir schön gesehen, wie die Cops in Eisen gegangen sind. War das überhaupt ein Notarztwagen? Ich glaube schon. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ich war schon verstanden. Aber wenigstens schon fast wieder die ganzen Strafen für die letzten drei Touren mit dieser Tour drin. Waren glaube ich 8600. Na gut, 8000 immerhin. Steigerung ist immer gut. Ab nach Dänemark würde ich sagen. Kann man nochmal speichern. Hier ist alles willkommen. So, zum Glück müssen das auch nicht auch noch zahlen. Aber gut, wäre weniger als geblitzt zu werden. Aber ich habe das Gefühl, in Norwegen kostet das echt 100 Euro mehr. Das sind Schweden. Ich meine, in Schweden war das wirklich 1040. Und oh nee, 1020 sogar. Und nicht 1140. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich hoffe, wir kommen auch rein. Ich hoffe, das Ding geht aus. Auf. Wahrscheinlich da hinten rein. Oder ich musste mir schon eine Taste drücken, die ich natürlich nicht weiß. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwelche Türmod hier drin habe. Schrankenmod hier drin habe. Probieren wir es einfach mal hier. Steig kommen wir hinten gar nicht rein. Oder raus. Ist ja auch wieder eng hier.
Da hinten. Glaube ich zumindest. Ja. Das ist doch simpel. Genauso simpel wie die davor. Schön mit dem Sonnenuntergang. Wollen wir mal kassieren und zum nächsten Auftrag übergehen. Oh, ja gut, 4 Erfahrungspunkte, die uns noch fehlten.